Ja, okay, da sind wir wieder zurück zu Teil 3. Meine PC Games Collection, damit fangen wir an mit einem wirklich genialen Pack von Valve. Und zwar Half-Life 2 Episoden Pack. Das ist unter anderem auch enthalten in der Orange Box. Ist die deutsche Version Audio Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch und Untertitel in 17 Sprachen. Die deutsche Version ist eigentlich geschnitten, enthält hier auch von Valve nochmal Episode 1 und Episode 2. Hier steht auch, enthält zwei oder zwei mehrfach ausgezeichnete Episoden. Es ist wirklich ein klasse Ego-Shooter rund um Gordon Freeman. Schaut euch dazu am besten Half-Life in 60 Sekunden von Game One an. Kurz und bündig werdet ihr über die Story aufgeklärt. Wenn ihr auf schnittberichte.de geht, könnt ihr nachlesen, inwiefern die Version zensiert ist. Also in der deutschen Version kann man die Zombies nicht mit den Kreissägen entzwei machen. Das rote Blut ist schwarz gefärbt. Es gibt an sich keine Zerstückelungen und ähnliches. Aber wie gesagt, ich kann mich täuschen. Vielleicht zeige ich irgendwann mal Bilder von der geschnittenen Version und dann Spielszenen von meiner Version hier. Aber ich würde schon behaupten, dass die Version, die ich hier habe, ungeschnitten ist. Okay. Dann hätten wir das zu Half-Life. Und dann kommen wir jetzt zu Half-Life. Ja. Nämlich zu Half-Life 1 Anthology. Das ist das komplette Half-Life 1 Paket. Enthält Half-Life, Opposing Force, Blue Shift und Team Fortress Classic. Das ist, glaube ich, Episode, also Half-Life 1. Zusammen mit den dazu erschienenen Add-ons. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube zumindest schon. Das ist dasselbe wie bei Half-Life Episode 2. Mindestens genauso gut. Kann ich auch nur empfehlen. Kostet heute, wie gesagt, nicht mehr Gott in die Welt. Erfüllt aber trotzdem seinen Zweck und hat einen enorm hohen Spielspaß. Ein gutes Stück Software. Okay. Dann kommen wir als nächstes zu Command and Conquer. Alarmstufe Rot 3. Ja, Entschuldigung. Ich besitze von Command and Conquer als Fan der Serie Spiele zu allen drei Universen, zu der Tiberium-Saga, zu der Alarmstufe Rot-Saga, als auch zu den Generälen-Saga, wobei die allerdings, glaube ich, mittlerweile auch eingestellt wurde. Okay. Dazu lässt sich nur sagen, die Alarmstufe Rot-Reihe, zumindest Teil 2 mit Yuri, und auch dieser Teil hier sind behaftet mit dutzenden skurrilen Einheiten. Da gibt es Bullfrogs, die eure Einheiten quer über das ganze Schlachtfeld schießen, bei den Russen, dann gibt es bei den Japanern kleine Schulmädchen, die mit ihren Psychokräften durch die Gegend schweben können. Und die Japaner haben natürlich ganz klar als wohl stärkste Panzereinheit Roboter, die aussehen wie irgendwelche Manga-Figuren aus Gundam Seed, Gundam Wings, Verzeihung, und ähnliches. Ja, aber wie gesagt, ich finde gerade dieser Mix macht das Spiel aus und macht es auch so interessant, das zu spielen. Online habe ich eigentlich eher wenig gespielt. Ich habe mir das Spiel hauptsächlich zugelegt, weil mir die Kampagne, die äußerst umfangreich ist, es gibt drei Kampagnen bei den Russen, Alliierten und den Sowjets, kann man entweder mit der KI spielen oder man kann sie eben auch online per Internet, Breitbandanbindung zusammen im Koop zocken und da finde ich liegt auch der größte Negativpunkt bei
Alarmstufe 3. Und zwar der Koop-Modus, also das Balancing der verschiedenen Fraktionen und Einheiten ist wirklich sehr, sehr gut. Nur der größte Kritikpunkt an dem Ganzen ist halt, dass man den Koop-Modus nicht offline, also in einem Netzwerk-LAN-Modus zusammenspielen kann. Und das finde ich jetzt wirklich sehr, sehr schade. Hätte vielleicht in den ein oder anderen Wertungsbereichen auch noch gewisse Prozentsätze nach oben aufschlagen können. Aber ansonsten ist das Spiel, finde ich, so sehr, sehr gut zu bewerten. Okay, dann kommen wir als nächstes zu Frontlines Field of War. Ich besitze einige Ego-Shooter, das ist von der Software-Pyramide. Habe ich für 10 € mitgenommen. Was zeichnet das Spiel aus? Fahrzeuge, riesige Maps und ein sehr spaßiges Gameplay. Man kann als Techniker spielen, der kann wiederum verschiedene Fähigkeiten aufbreiten. Ich spiele es die nächsten Tage mal wieder und dann kann ich euch, falls ihr fra noch Fragen habt, auch noch mal nähere Infos zu dem Ganzen geben. Okay. Kommen wir als nächstes zu dem vorhin schon von mir angesprochenen Original Command and Conquer Generäle. Bei dem Add-on habe ich eigentlich schon alles gesagt. Ich finde es blöd, dass die deutsche Version so dermaßen geschnitten wurde. Ansonsten ist der Strategiepart bei diesem Spiel sehr, sehr gut umgesetzt. Die Einheiten sind ja gewohnt taktisch einsetzbar. Ich weiß jetzt halt nicht, was ich noch groß dazu sagen soll. Und dann habe ich hier noch Serious Sam 2. Serious Sam 2 ist wohl der Inbegriff für hirnlose, wenn auch spaßige Ballerei. Wie gesagt, es ist wirklich hirnlos. Es gibt eine Story, aber die ist belanglos. Eigentlich lässt sich zu dem Spiel nur eins sagen: Muskelprotz plus fettes Waffenarsenal plus unzählige, manchmal riesige Gegner gleich plus Koop-Modus wohlgemerkt, der auch im LAN spielbar ist. Minus belanglose Story ist eben aber trotzdem auch heute noch relativ hoher Spielspaß. Gibt es auch eine HD-Variante davon auf Xbox Live und für den PC, glaube ich, oder nur Xbox Live, ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, wie viel es kostet, vielleicht noch 10, 15 € oder weniger. Für zwischendurch ist es auf jeden Fall mal empfehlenswert. Okay. Das wär's jetzt erstmal mit Teil 3. Ich besitze eigentlich noch mehr PC-Spiele. Ich weiß aber nicht, ob ich die alle vorstellen soll. Die Spiele, wo ihr hier jetzt gesehen habt, sind die Spiele, die ich hier in meinem Zimmer stehen habe. Die anderen Spiele habe ich drüben, ja, ich sag mal, in meiner Allzweckabstellkammer liegen. Nicht, weil die Spiele nicht gut wären oder sonstiges, sondern einfach nur, weil ich hier keinen großen Platz mehr für ein weiteres Regal habe, wo ich meine anderen Spiele unterbringen könnte. Es ist 1:22 Uhr. Ich habe das Video jetzt relativ spät gemacht und ich habe auch keine große Lust, um ehrlich zu sein, die Teile jetzt so spät noch alle rüber zu schleppen. Deswegen sage ich jetzt erstmal, ich lade die 3 Teile jetzt auf YouTube hoch. Dann könnt ihr es euch ansehen und bewerten. Ich hoffe, ihr bewertet sie. Ich hoffe, die Videos gefallen euch. Ihr kommentiert sie auch fleißig. Wenn ihr Fragen zu irgendwelchen Spielen habt oder wie gesagt nach meinen Nicknames bei Steam oder EA Online fragt, schickt mir einfach eine Nachricht oder schreibt es in die Kommentare und ich antworte euch dann relativ schnell. Wie gesagt, schaut euch die 3 Teile an. Da werdet ihr erstmal genug zu tun haben. Und falls ihr der Meinung seid, ich soll auch noch die anderen Spiele des
sind glaube ich noch so 20 Stück oder irgendwas. Falls ich die auch noch vorstellen soll, dann schreibt mir das einfach irgendwo, Nachricht, Comment, was auch immer. Oder falls euch das reicht, sagt's mir. Okay, dann hoffe ich erstmal, dass einige Spiele dabei sind, die euch gefallen, die ihr vielleicht kennt. Und sagt dann erstmal soweit vom Handy 16.3. Ciao.